Dieses war dann von einem höheren Stand, da musste der Dolphin richtig rausspringen. Oben gingen die Alpines drüber, über die Show. Und unten, da wurde dann die Wassershow gezeigt mit den Dolphinen. Das war alles Krokodile und die Future-Handtaschen und Schuhe. Alles im Busch Garden. Show wurden, waren dann Diver. Der Sprungturm war 75 Meter hoch und der Pool ja nur so 8 Fuß oder 10 Fuß. Das war Showspringen. Im Hintergrund sieht man gerade die Alpine darüber gehen und die Springer werden gerade, sind gerade am Abspringen da. So, war ganz interessant. Einer war in Mid-Air und dann sind unten noch andere mit abgesprungen in den Pool rein. Waren die Alpines und das war noch ganz schön darüber, wo der letzte dann abgesprungen ist. So. Alle bei Oma Rosenbrock eingeladen. Da hatte der Horst seinen 60. Geburtstag. Da ist Friede und Michael und Rosel und Gerda. Und der Horst. Ach, da ist der Horst schon. Ja. Und da sitzt die stille Oma Rosenbrock. Und Horst, der hat wohl schon ein bisschen so was getrunken gehabt. Der sieht schon glücklich aus. Und das war dasselbe Jahr dann bei Rosel. Da wurde Rosel ihr Birthday gefeiert, aber das war in Merseburg. Da ist Rosel draußen auf dem Balkon. Er freut sich an dem schönen Wetter. Ja, Geburtstag wurde bis 24 Uhr nachts gefeiert. Das war wohl bei Hilde. Und dieses war im Mai 1991. Weiß ich nicht, wo das war. Aber das ist die Rose. Und dieses ist dann im Schäfel bei einem schönen Spaziergang. Das ist Hilde und Rose. Schon wieder bei Horst im Weihnachten 1989. Da sitzt die Oma und Rosel und Horst und sind schon zwei Adventkerzen an. Und das ist dann bei Horst im Wohnzimmer. Der Egon hat wieder die schöne Tischdekoration gebaut für Horst. Das hat er jedes Jahr gemacht und geschenkt. Das ist ganz hübsch. Das ist Mai 1989. Das sind Sven und Joschka. Die kleinen Zwillinge. Lasse und Sven und Joschka. Alle drei in Schubkarre. Feiert Lasse seinen 7. Geburtstag. Ist er gerade am Geschenke auspacken. Da ist der Opa und Lasse und die Zwillinge sind in Lauenbrück im Tierpark. Das ist immer ein schöner Trip dahin. Das sind alles große Freigehege. Und da ist der Horst mit seinen Enkelkindern. Das ist am Heidesee. Das ist am 29. April 1990. Da sind sie wahrscheinlich alle am Spazieren gehen. Ralf und hat da ganz in der Nähe gewohnt. Und das war nachher in der Straße, wo Ralf gewohnt hat. Da wurde eine Erfrischung eingenommen. Das war dann schon 1990.
Da sind die beiden schon ganz schön groß geworden. Das ist der Joschka. Da ruht er sich erstmal aus. Und das ist der Lasse. Da hat er seinen Kanada-Pullover an. Und ein Opa. Das ist dann 1991. Das ist Karin und ihr Mann und die Kinder. Familie wächst schon ran. Ne? Und das ist Bernd und Karin und Lasse und Sven und Joschka. Ich hab doch den Namen Bernd vergessen gehabt. Hier sind die beiden wieder so glücklich. Da sind sie wahrscheinlich wieder mit Opa und Oma in der Heide. Und das ist der Lasse und sein Freund. Die sitzen da im Baum oben drin. Sieht aus wie bei Hilde hinten im Garten. Da haben die beiden einen Schneemann gebaut. Und dieses ist dann 1992. Da haben die beiden wohl Langeweile. Die sind ja eigentlich immer ganz liebe Kinder, die beiden. Am glücklichsten sind sie bei Opa und Oma. Da war eine Großwäscherei bei Horst und Hilde in der Badewanne. Sind sie alle drei. Das ist ein Ausschnitt aus der Schäßler Zeitung. Und dass der Horst 42 Jahre bei seiner Firma gearbeitet hat. Das ist ein Zeitungsausschnitt davon. Ja, nun auch erwachsen geworden und da hat er geheiratet. Ein ganz liebes Frauchen hat er und sie sind beide auch ganz glücklich. Da ist Ralf und Gerti und die Kinder. Das ist eine glückliche Familie. Das war ihr Haus, haben sie sich alles schön eingerichtet. Das war der neue Wohnzimmerschrank. Sieht ganz schick aus. Auch neue Polstermöbel haben sie sich angeschafft. Sieht alles ganz schick aus. Die Küche war ja vollkommen rausgerissen worden und alles wurde erneuert. Und die Küche wurde dann aufs Modernste eingerichtet. Sah ganz schick aus. Andere Seite mit dem Küchenfenster. Das ist nun wieder bei Opa und Oma. Da hat der Opa seinen 85-jährigen Geburtstag gefeiert. Ist die Oma mit bei. Und sie feiern den 85 Jahre Geburtstag vom Opa. Das war noch in Deutschland, ehe ich nach Kanada ausgewandert bin. Und Horst und Hilde waren zu einer Hochzeit eingeladen. Und ich habe mich da mit fotografieren lassen. Da war Horst und Hilde mit Karin zu einer Wedding, zu einer Hochzeit gegangen. Alle festlich angezogen. Da warten wir auf die Parade. Da war die große Schützenparade. Und wir warten vorne an der Straße für den Umzug. Und da ist Karin und die Untermieterin. Und Hilde, ich war gerade erst von der Ostzone nach Westdeutschland gekommen, das war im 1961 im Sommer.
Da ist nochmal die Karin mit Hilde. Das waren Aufnahmen von Diaz und ich habe die noch später entwickeln lassen. Da ist die Karin im Garten hinten. Wollte sie gar nicht fotografiert werden. Und da musste sie dann doch lachen und hat ein liebes Gesicht gemacht. Die ja immer so niedlich angezogen, die hat ja immer schöne Kleidchen gehabt, die Karin. So, da war sie nochmal. Das war für die Götter. Ich dachte, das war so niedlich. Und da habe ich das aufgenommen. Da sitzt die Karin mit einem großen Brotkranten, wie ein Teddybär. Es war am 17. Juni 1992 in der Ferienwohnung in Mallorca. Und da hat die Hilde ihren Geburtstag gefeiert. Da haben die beiden Zwillinge so viel Spaß gehabt, kann ich mir gut vorstellen. Der Horst ist ja auch ein lieber Opa. Das ist nun 1993. Da ist Hannes und Susanne in Spain. Das ist eine Aufnahme in Sevilla von Hannes und Susanne. Das ist ein wunderschönes Gebäude. Von Sevilla, also es muss Holzschnitzereien gewesen sein oder Gips oder irgendwas, sieht ja so hübsch aus. Da. Das ist Alex und Susanne. Da wird wieder groß eingekauft. Das ist auch in Sevilla. War 1993. Und das ist Onkel Hans und Michelle und Sylvia. Da waren die Mädchen zu Besuch in Spanien bei Onkel Hansel. Und das ist im Valle des Los Caídas. Und dieses sieht bald aus wie das Schloss in Madrid. Da waren sie mit den Mädels auch. Sieht ganz schick aus und wunderbare Anlagen. Das ist der Palast vom Ildefuso. 1993, das sind wieder die Zwillinge, da haben sie wohl Fußball gespielt und sind ein bisschen auf den Knien lang gerutscht, die beiden. Und das ist der Lasse wieder in seinem Lieblingsbaum. Und das ist der Lasse mit seinem Lieblingskätzchen. Es war im August 1987. Da war ich mit Michelle in Deutschland. War sehr schön. Es war ein alter Brunnen und dann war die ganze Straße so alte Fachwerkbauten. Es war wirklich hübsch dort. Und auch dieses war noch so ein Bild von den alten Häusern. Die waren so hübsch. Und alle diese Malungen und dann Verzierungen dran. Wie im alten Jahrhundert wurde das dort gehalten.
Und dieses ist eine Luftaufnahme von Rosa und Alexis Properties. Das Haus an der Front und die Brücke war dann noch halb fertig. Und das Gazebo stand noch gar nicht da. Schon lange, lange Zeit her. Die Bäumchen sind alle noch so klein da. Und da hatte Rosa noch die alte Couch. Oh. Und wir haben dann oft zusammen Kaffee getrunken und uns unterhalten. Da haben wir oftmals Geburtstage zusammen gefeiert und haben Spaß gehabt. Der Alex wurde dann immer romantisch und hat Kniebeugen gemacht. Auch da haben wir irgendeinen Geburtstag gefeiert. Und dann später bin ich nicht mehr zur Arbeit gekommen. Da war schon Weihnachten wieder. Und Rosa war fleißig am Stricken und Häkeln. Und die ist ja immer am irgendwas schön zu basteln und zu bauen. Da hat es uns auch wieder mal geschmeckt. Hier ist die ganze Familie zusammen, da ist Young Alex und Frau und Kind und Young Rose. Und dann war Michelle mit da. Da weiß ich nicht, was da gefeiert wurde, aber irgendwas wird gefeiert. Das war, glaube ich, im 1987. Da war ich bei Rosa zu Besuch. Da war das neue Schlafzimmer angebaut worden und Rosa hatte das ganz schön eingerichtet und wurde mir vorgeführt. Der Alex hat den Pferdewagen neu gemacht und alles schön gepinselt. Alles, was uns fehlte, waren noch die Pferde davor. Ich mit Rosa oben auf dem Wagen. Der Herr Baron auf dem Pferdewagen. Rosa nochmal das Showgirl. Na, und dann haben wir beide den Wagen weggezogen. Er musste einen anderen Platz finden. So, da haben wir die Pferdchen gespielt. Und das war dann vorne an Rosa und Alexes Haus. Da haben wir beide die Blümchen alle bewundert. Und das ist auch bei Rosa. Das war hinten an dem Rockgarten. Da hat sie ja immer ihre schönen Blümelümlein. Da haben wir wieder irgendwas gefeiert. Da sehen wir gar nicht mehr so nüchtern aus. Und oben waren wir angezogen und unten waren wir barfuß. Ecke haben da Polka getanzt oder irgend sowas. Aber wir haben Spaß gehabt. Dieses ist bei Rosa. Das ist ihr schöner Rockgarten. Der wird jedes Jahr aufs Neue bewundert. Wirklich schön. Da sitzen wir beide im Rockgarten, die Rosa und ich. Und Alex macht ein paar schöne Aufnahmen von uns. Das ist die andere Seite von Rosas Rockgarten. Da füttern, da hängen die Blumentöpfe. Und da ist ein Wasserbad für die Vöglein. Und dann da oben ist das neue Deck, was wir jetzt gerade erst fertig gebaut haben. Das war Young Rose. Da hatte sie ihre Standparty, bevor sie heiratet. Und da waren wir, Rosa und Young Rose und ihre Freundin. Und es wurde da gefeiert. War schön. Hat mir sehr gefallen.
auch nochmal ein Bild. Da wurden all die Geschenke aufgepackt. Ihre Freundin war ja auch ganz tollig. Das Kleid habe ich zur Hochzeit getragen, als Jan Groß geheiratet hatte. Das war eine schöne Hochzeit und sie sind mit dem Horst in der Kutsche nach Hause gefahren. Schon bei Vinny. Da sind wir noch mal draußen im Garten bei Rosa. Das war schön da. Das war bei Rosa im Garten. Da bläst uns der Wind bald um. Da hat die Rosa ihr neues Auto, den kleinen Micra. Der wird natürlich immer poliert auf Hochglanz. Rosa und Alex zu Besuch nach. Und da ist der Alex im Lick. Simco. Ist er nochmal im Lake Simco. Freut sich, dass es so herrliches Wasser ist. Das ist funny. Einmal ist Rose schlank, einmal bin ich schlank. Und so wechseln wir uns beide immer ab. Es war Weihnachten. Da war ich zu Besuch bei Rosa und das war auch zu Weihnachten. Da habe ich Rosa und Alex besucht. Und da hat der Alex sein großes Geschenk ausgepackt. Das war die schöne Winterlandschaft. Das war letzten Winter, hat Rosa uns das schöne Bild gemacht. Die Brücke und der Pond. Herrlich. Das war von 1994. Da kam Vera zu Besuch. So hier.